Herzlich willkommen YouTube. Transfrauen wollen die Damentoilette benutzen. Skandal. Und ja, da reden wir heute ein bisschen drüber. Das Thema, da braucht man ganz viel Fingerspitzengefühl. Das heißt, da müssen wir ein bisschen differenzierter rangehen. Und das machen wir heute. Deshalb, ja, los geht's. Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live. Ich bin sehr gespannt, wie die Toiletten der Zukunft aussehen werden. Ich hoffe nicht so wie in dieser einen SpongeBob-Folge. Junge. Willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Heute geht es um das Thema Transfrauen und Damentoiletten. Hallo. Ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Erzähl mal, was ist dir passiert? Es ist ein Unding. Mir wurde gerade der Toilettengang auf die Damentoilette verweigert. Im Palm Beach hier in Pforzheim. Ich soll doch die andere Toilette benutzen. Sag mal, wo leben wir denn? Geil. Also das kann ja nicht wahr sein. Wir leben in Deutschland, wo es Männer- und Frauentoiletten gibt. Und meiner Meinung nach sollten Männer, die sich jetzt nur als Frau fühlen, nicht unbedingt auch die Frauentoilette benutzen, wenn sie ihre Transition noch nicht durchgemacht haben. Ich meine, ihre Stimme ist noch relativ tief und ich weiß nicht, ob da die Transition noch abgeschlossen ist oder nicht. Also wo leben wir denn? Das gibt's doch gar nicht. Angeblich hätten sich Gäste beschwert, ja, dass unser Stammtisch, wir sind ja alles Transfrauen, ja, die Toilette nicht zu benutzen haben. Ja gut, hier ist es besonders schwierig, wenn sich andere Gäste, zum Beispiel Frauen, beschweren. Das sind die Probleme, über die wir hier in Deutschland mittlerweile reden. Also, wild. Also ich kann natürlich verstehen, dass sie das belastet und alles. Dass sie das nicht so toll findet, weil sie fühlt sich als Frau und will dementsprechend auch auf die Frauentoilette. Ich kann aber auf der anderen Seite auch verstehen, wenn es anderen Frauen, wenn andere Frauen das nicht so gut finden. Also, da ist einfach ein Konflikt. Ja, was machst du jetzt als Inhaber? Lässt du sie rein, werden sich die anderen Frauen beschweren. Und womöglich wirst du die Gäste auch verlieren. Geht man jetzt auf die Gefühle von ihr ein oder von den anderen Frauen? Meiner Meinung nach schwierige Situation. Aber wie gesagt, wenn die Transition noch nicht abgeschlossen ist, würde ich auch sagen, sollte man nicht jeden reinlassen, der sich als Mann fühlt. Alter, das ist doch, ich komme vom Glauben ab. Oh nee. Das erinnert mich so hart an diese eine South Park-Folge. Kannst du mir mal bitte sagen, was du vorhast? Ich werde hier kacken. Du bist hier auf dem Mädchenklo. Gut, ich muss dir was Wichtiges sagen. Ich bin Transginger. Was? Siehst du diese Schärfe? Ich nehme mein angeborenes Geschlecht nicht an. Ich habe das Recht, mein Ginger selbst zu wählen. Beweg deinen Arsch, ich muss kacken. Du gehst hier sofort raus! Soll ich noch mehr psychische Probleme bekommen? Oh, geil, schön hier drin. Ja, ist ein witziger Clip, safe. Aber ist natürlich ein bisschen überzogen, nicht auf die Situation mit der Transfrau anzuwenden. Ich meine, die Transfrau ist offensichtlich schon länger eine Frau. Der gemachte Fingernägel ist jetzt also kein, der sich irgendwie auf Darmtoiletten schmuggeln möchte. Also ich kaufe der Person auch ab, dass sie, also nicht kaufe ich ihr das ab, dass er halt eine Transfrau ist und mich persönlich würde es nicht stören, wenn sie auf die Mädelstoilette gibt, aber ich kann verstehen, dass es Frauen gibt, die das stört, ne? Ich glaube, also, wie gesagt, interessantes Thema. Viel sauberer als bei den Jungs. Was soll denn das bitte sein? Cartman benutzt einfach unser Klo. Boah, ich hätte schon vor Jahren hier aufs Klo gehen sollen. Hey, ich werde dich verpetzen. Bleib locker, ich darf hier kacken. Ich bin auch eine dumme Tusse. Junge, schauen wir uns mal die Kommentare unter dem Video an. Ein Riesendank an... Wollen wir wetten, dass er sich den Clip zu dem Zeitpunkt gar nicht angeguckt hat, sondern einfach so gelächelt hat? Junge. Ich glaube, der hat sich den vorher gar nicht angeguckt. Der wusste einfach, der spielt den dazwischen ein und hat dann einfach gelacht. Schauen wir uns mal die Kommentare unter dem Video an. Ein Riesendank an den Besitzer. Er macht alles richtig. Ich bin eine Mama von einem kleinen Mädchen und möchte, dass ihre kleine, unschuldige, kindliche Welt intakt bleibt. Ich möchte ihr nicht erklären müssen, dass ein 50-jähriger Mann plötzlich meint, einen Rock anziehen zu müssen und in das Frauenklo darf.
Ja, gut. Sehr engstündige Sichtweise auf jeden Fall. Sehr engstündige Sichtweise. Im Prinzip sind ja auf dem Frauenklo auch Kabinen. Also, sie ist ja in ihrer Kabine. Wir müssen irgendwie ein bisschen von dem Narrativ weg. Ich weiß, das will sich ja auch nicht aufmachen, aber dieses Narrativ, dass alle Transleute irgendwie gefühlt Pädophile sind. Das war ja auch mal, hat man ja auch mal über homosexuelle Leute behauptet, dass die auf Kinder stehen oder so ein Quatsch. Also so Sachen, die so komplett aus der Luft gegriffen sind. Da muss man ein bisschen weg von dem Narrativ, dass es alle Transleute böse meinen. Ne? Die meisten sind, wie gesagt, ganz normale Leute, ganz normale Dudes oder Frauen, die nichts böse meinen, jetzt großartig so. Ne? Auf der anderen Seite, klar, kann ich sie nachvollziehen, dass das für ein Kind natürlich schon verwirrend sein kann. Absolut. Das war einer der Top-Kommentare unter dem Video und das von einer Frau. Und natürlich kann ich es verstehen, wenn eine Frau sich dann unwohl fühlt oder Angst bekommt. Schauen wir uns noch das zweite Statement dazu an. Lokal hieß, sie möge dort doch bitte nicht die Damentoilette benutzen. Ich bin eine Frau. Ich habe meinen Ausweis, ich bin operiert. Und da kann er mich nicht einfach auf eine andere Toilette schicken. Ja gut, scheinbar ist sie operiert und hat anscheinend eine Transition hinter sich. Da ist das wirklich ein schwieriges Thema, wie man damit umgeht. Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll, vielleicht eine extra Toilette einzurichten. So eine Art Toilette für divers. Er, das ist Ruben Scherif, Geschäftsführer des Palm Beach in Pforzheim. Und das hier sind die Toiletten des Anstoßes. Rechts für Damen und die fühlten sich wohl gestört. Das war eine Beschwerde von einer Mutter mit Kind, die gemeint hat, wie kann es sein, ich zitiere jetzt die Dame, wie es sein kann, dass ein Mann im Kleid auf die Damentoilette bei uns gelassen wird. Also bat er die Transfrauen, die sogenannte Regenbogentoilette für beide Geschlechter zu nutzen. Die haben eine Regenbogentoilette. Wild. Okay? Ja, das Problem ist doch dann gelöst, oder nicht? Und, also... Ja, also ich kann verstehen, sie sieht sich natürlich immer noch als Frau, ne? Sie will als Frau gesehen werden und dann auch auf die Frauentoilette gehen. Aber wenn es eine Regenbogentoilette gibt und es Menschen gibt, die es stört, wenn sie als biologischer Mann... warum mache ich das denn? Gott, 2023, warum mache ich biologischer Mann in Anführungszeichen? Die Person ist ja ein biologischer Mann und jetzt eine Transfrau. So, ne? Das soll man auch respektieren, ist ja klar. Aber, wenn das eine andere Person stört, warum geht man da nicht einfach auf die Regenbogentoilette? Also, das verstehe ich nicht so ganz. Das ist so wieder ein Problem unnötig groß machen, wo eigentlich kein krasses Problem ist. Ist doch... Ach, Leute. Moment, es gibt bei ihm eine Regenbogentoilette? Ganz ehrlich, da wäre doch eigentlich das Problem gelöst. Da benutzt man einfach die Toilette. Ja. Also jetzt verstehe ich nicht ihr Problem, warum sie nicht da reingehen wollte. Denn... Die Damentoilette ist ein Schutzraum, das ist uns ganz wichtig, dass Frauen geschützt sind bei uns. Ja, das kann man natürlich nachvollziehen, okay, dass die Damentoilette eine Art Schutzraum ist und Männer... Ah gut, ich glaube jetzt nicht, dass die Person da auch ach, keine Ahnung, ich glaube jetzt nicht, dass der auch... Der macht ja nichts im Prinzip, es geht nur darum, dass es die eine Mutter da gestört hat, so. Na? Ob das jetzt berechtigt ist, dass es sie stört oder nicht berechtigt ist, das sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich ist es das eher nicht... Weil die Person wollte, also die Frau wollte wahrscheinlich nur auf Toilette gehen und dann sich wieder zu ihren Transfrauen da setzen. Da wird wieder ein Fass aufgemacht über ein Thema, das so... Ach Leute, ihr macht mich fertig. Na, da drin nichts zu suchen haben. Was sich vielleicht erstmal nicht so dramatisch anhört, für Marie-Louisa Quolke ist es ein erschütterndes Erlebnis. Erschütternd. Erschütternd. Also, ich finde auch immer, und das ist jetzt natürlich wieder ein wilder Take, den kann man mir sehr negativ... auslegen, aber der muss raus. Ich habe immer das Gefühl, es wird immer auf Verständnis gehofft. Also man will immer für alles und jeden Verständnis haben als marginalisierte Gruppe. Bitte hab dafür Verständnis, hab dafür Verständnis, hab dafür Verständnis. Und wir probieren dem ja auch gerecht zu werden und dem entgegenzukommen, oftmals, wenn es sinnvoll ist, klar. Ne? Aber wenn man dann selbst mal was hat und diese Frau halt das nicht gut findet, ne, dann hat man dafür null Verständnis. Dann geht es auch nicht, dass man halt dann auf diese Regenbogentoilette geht, so. Und dann beharrt man darauf, nee, ich bin eine Frau. Ne? Wo ist der Sinn, darauf so krass zu beharren? Wir müssen doch alle irgendwie miteinander zurechtkommen in unserer Gesellschaft. Warum predigt man immer Verständnis und ist dann selbst nicht bereit, diesen Schritt auf die andere Person zuzugehen? Das verstehe ich nicht so ganz. Geht immer darum, wer recht hat. Ach, Leute. Als Mann geboren, hat sie sich jahrzehntelang im falschen Körper gefühlt. Mhm. Seit 2 Jahren lebt sie offiziell als Frau und will auch als solche behandelt werden.
Ich kann das schon nachvollziehen mit Schutzräumen, ja? Ich bin ja selber eine Frau. Ich fühle mich ja da auch sicher. Hä? Ah, okay. Fühlst dich da sicher, ja. Aber du, ja. Würdest du dich jetzt auf einem Männerklo unsicher fühlen? Weiß nicht, ich möchte sie jetzt nicht bevormunden, aber ich glaube, dass sie jetzt so, wie sie auch, das ist jetzt oberflächlich klar, aber dass sie jetzt nicht so oft von Typen angemacht wird. Also, wie vielleicht eine Frau im Schnitt. Das würde mich jetzt sehr wundern, weil man sieht ihr ja schon noch an, dass sie mal ein Mann gewesen ist. Also, das ist jetzt ein bisschen hart, so, ne? Er fühlt sich da sicher, so als wäre er sonst nicht sicher. Keine Ahnung, Leute, es ist also wildes Thema heute wieder, wildes Thema. Aber mich auf eine Regenbogentoilette, wie er sagt, abzuschieben. Das oh, wie geht das denn? Eine andere Toilette, wo keine Frau draußen drauf ist, das ist ja unmenschlich. Ist für uns ein Zwangsouting. Okay, ein Zwangsouting. Aha. Ach Leute, ein Zwangsouting. Ja. Gut, wissen wir Bescheid. Naja, Zwangsouting sei mal dahingestellt. Ich kann es irgendwie trotzdem nicht nachvollziehen, warum man nicht die Regenbogentoilette nutzt. Denn in unserer Gesellschaft ist ja LGBTQ angekommen. Genau, wäre ja auch sonst nicht aufgefallen. Gut, dass Gondemann es gesagt hat. Jetzt wirst du gecancelt. Geil. Der hat Rechtsprech gemacht. Nein, Spaß. Jeder weiß, was das ist. Und ich denke, niemand würde es auffallen oder jucken, dass man diese Toilette benutzt. Null, als ob dich jetzt irgendwer verfolgt und denkt, oh, der ist da reingegangen, Zwangsouting. Da sieht man mal, was in deren Köpfen abgeht. Die meisten Leute interessieren sich doch gar nicht für dich. Die meisten Leute interessieren sich jetzt auch nicht für mich. Wenn ich auf Toilette gehe, dann gehe ich auf Toilette. Dann bin ich wieder da und ist keinem aufgefallen wahrscheinlich. Eieieiei. Also wie man so Dinge so auf so ein Podest stellen kann. Unfassbar, schon krass. Benutzt. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube jetzt nicht, dass ein Gast sich da hinsetzt und sagen würde, oh, guck mal, die eine geht auf die Regenbogentoilette. Im Endeffekt würde das niemanden jucken und das Problem wäre beseitigt. Den Vorfall hat sie damals auf Instagram kommentiert. Also wohl. Eigentlich ja, Sammy. Eigentlich ja. Main-Character-Syndrom, genau so ist es. Wo leben wir denn? Und ist dafür mit Hasskommentaren überschüttet worden. Von Beleidigungen bis Morddrohungen war alles dabei. Du gehörst in die Gaskammer, genauso wie das ganze Pack. Ja gut, solche Hasskommentare müssen nicht sein. Wer solche Kommentare Hass geht natürlich gar nicht, so ein Müll zu schreiben. Ja, irgendwelche grenzdebile Spinner, die, keine Ahnung, anscheinend keine Bildung oder Erziehung genossen haben, wenn man so welche Nachrichten im Internet verschickt. Muss nicht sein. Schreibt, den nimmt niemand ernst. Auch wenn ihr das nicht cool findet, versucht eure Kritik sachlich rüberzubringen, ohne die Leute zu beleidigen. Für manchen vielleicht überraschend sehen Marie Quolke und ihre Freundinnen das neue Selbstbestimmungsgesetz, das die Rechte von queeren Menschen stärken will, dennoch kritisch. Für die Leute, die nicht wissen, was das Selbstbestimmungsgesetz ist, hier mal ein kleiner Einspieler. Der Entwurf sieht vor, es jedem Menschen in Deutschland zu ermöglichen, das Geschlecht und den Vornamen selbst festzulegen. So Leute, jetzt wird's kontrovers. Chat, YouTube-Kommentare. Was haltet ihr vom Selbstbestimmungsgesetz? Was haltet ihr davon? Tretet der Diskussion bei. Ich bin gespannt, eure Antworten zu lesen. Ich werde es tun, versprochen. Und in einem einfachen Verfahren vor dem Standesamt zu ändern. Außerdem sollen zur Änderung keine Gutachten oder ärztlichen Atteste mehr verlangt werden. Kritiker befürchten, dieses vereinfachte Verfahren könnte ausgenutzt werden, um sich Zugang zu geschlechtergetrennten Räumen zu verschaffen, etwa die Umkleide im Fitnessstudio. Ihr könnt okay, einige von euch in Ordnung, eine nichts für mich, viele mit schwierig. Ja, okay. Hatte ich erwartet auf jeden Fall, dass die Meinungen da auseinandergehen. Und also ohne weiteres euren Vornamen und euer Geschlecht ändern lassen. Ohne psychologischen Gutachten, einfach so. Dass sich jeder jedes Jahr einmal umbenennen kann, das kann einfach nicht sein. Finde ich nicht gut. Ganz, ganz klar. Ja, das ist für mich... Dann gehen ja noch andere Männer auf die Frauentoilette. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Dann kann ich auch auf die Männertoilette gehen. Ja, Mann, war schon klar, dass sie das Gesetz nicht gut finden. Unding. Denn ein so großer Schritt wie ein Geschlechtswechsel dürfe nicht zu leicht gemacht werden, sagen sie.
Ich finde es super, dass obwohl sie Transfrauen sind und von dem Gesetz profitieren würden, sie das Ganze trotzdem kritisch einordnen. Nee, sie profitieren ja nicht von dem Gesetz, mein Lieber. Die sind ja schon umgemünzt zu Transfrauen. Also, die profitieren davon null und schießen jetzt einfach dagegen. Das ist die Sache. Also, sie profitieren davon überhaupt nicht. Denn ich persönlich finde es auch komisch, warum man jemandem die Möglichkeit geben sollte, jedes Jahr seinen Vornamen und Geschlecht ändern zu können. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du dich als Frau fühlst, dein Name und Geschlecht extra änderst und dich nächstes Jahr dann auf einmal doch wieder als Mann fühlst. Ich denke, das sollte nicht jeder dürfen und auch nicht unbedingt jedes Jahr, vielleicht alle 10 Jahre oder so. Ruben Scherif sieht dem neuen Selbstbestimmungsgesetz gelassen entgegen. Solange er als Geschäftsführer sein Hausrecht ausüben dürfe, sei ihm jeder... Das Problem ist, er hat keine Räume für Toiletten mehr, der arme Mann. Was? Also gut, jetzt hat er eine Regenbogentoilette, eine Männertoilette, Frauentoilette. Was ist, wenn bald eine Wolfstoilette oder eine Drachentoilette gefordert wird? Haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Was macht er denn dann? Da muss er die Küche ausbauen, um noch mehr Toiletten zu bauen. Bald hat er keine Fläche mehr, um eine Bar zu betreiben, sondern nur noch Toiletten. Der arme Mann! Denk doch mal an den armen Barkeeper! Und jede willkommen. Natürlich auch die Ein Katzenklo, ja, auch noch. Die aber haben sich inzwischen ein anderes Stammlokal gesucht. Mit nur einer einzigen Toilette. Oh nein! Och, Tiger. Problem gelöst. Problem, so löst man Probleme im Jahr 2023. Ich liebe alles daran. Geil! Der Zoom ist einfach eine Bar, die nur eine Toilette hat. Ah, herrlich. Herrlich. Okay. Herrlich. Vielleicht auch eine Lösung. Er hat auf jeden Fall ein paar Gäste verloren. Und zu dem Video habe ich auch einen interessanten Kommentar gefunden. Ganz ehrlich, ich bin selber eine Transfrau und gehe auch auf die Damentoilette. Sollte sich aber eine Frau beschweren, hatte noch nicht das Problem, würde ich das akzeptieren und rausgehen. Und ganz ehrlich, auch wenn ich gegen den ganzen Regenbogenquatsch bin, würde ich aber auch auf der Regenbogentoilette gehen, weil es doch nett, dass der Inhaber sowas eingerichtet hat. Ja, warum auch nicht? Wie gesagt, die meisten Transleute sind ganz normale Dudes, die voll Verständnis haben oder Mädels, ne, und alles entspannt, ne? Dann gehen die eben auf die Regenbogentoilette. So, es geht auch nicht darum, wenn man das Geschlecht wechselt, irgendwie auf die andere Toilette gehen zu können. Das ist doch, also, ist doch absolut egal. Ach, Leute. Naja, so. YouTube, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Ihr kennt es. Schaut beim Hauptchannel vorbei. Kuss auf die Nuss. Wir sehen uns.